Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Geschenkeladen, hier muss es doch sowas geben. Das war's. Okay, cool. Oh, stopp. Mach mal. Ist nix. Ah, nix. Nochmal. Ah, okay. Wir brauchen Benzin. Wir haben keines mehr. Doch. Irgendwo da ist eines. Ja. Doch. Na. Da steht er. Das war's. Ja, der war leer. Da können wir noch plündern. Sofern wir etwas plündern können. Da ist leer. Da können wir nicht. Ist leer. Alles klar. Dann machen wir Schnellreise. Los, macht auf! Das ist die. Lass den rein. Ach so. An die Arbeit. An die Schluss damit. Ich hab nichts gemacht. Das kann ich nicht tun. Okay. Sani. Hmm.
Oh, es wird Nacht. Lisa, ich... Geh weg. Hab was für dich. Wie schön. Nimmst du mich bitte mit? Zurück nach Marion Forks? Hör zu, das kann ich nicht. Es ist nicht sicher. Ich muss ins Bett. Wir müssen morgens immer sehr früh raus. Ich kann Unkraut jäten. Oh. Okay. Zuerst wollen wir schon da sein. Schrot auf Wände kaufen. Eine gescheite. Dicken, wie läuft's? Was? Hey, okay. Was wir kaufen. Leder. Kraftvoll. Guter Schuss. Die wird dir gefallen. Und so eine Waffe wäre was für dich. Brauchst du noch was? Sehr schön. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Perfekt. Man sieht sich, Dick. Da war nix. Na, wie läuft's dir? Einen Moment. Hey, Wasser, wie läuft's? Wie auch immer. Sei vorsichtig. Okay. Ach so, dann... Benzin. Oh. Ah, das war doch noch nicht. Ah, so. Hey, Sani. Gibt's gar nichts mehr, weißt du? So, Schnellreise. Jawohl.
St. John, Copeland an Deacon St. John. Wir haben einen Job für dich. Hey, Copeland, ja, okay. Ich komme dann, sobald es reinpasst. Deacon Ende. Hey, warum antwortest du nicht? Ja? Ich weiß nicht, ich war... Moment mal, warte. Ich bin okay. Ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier. Ruh dich aus. Ich überleg mir was. Hör zu, ich brauch keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Komm schon, denk nach. Hier, komm. Ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Oh. Okay, komm, konzentrier dich. Ich bin hochkonzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Bezahlt ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten. Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut, vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, warum Lavendel? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, das... Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein, danke. Sorry, sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann, als Arznei. Busa kennt einen Typen mit einer Plantage 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Busa wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Das steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Hier drüben ist noch mehr. Warte, stopp. Ach, komm, das Wasser ist sicher herrlich. Warte mal. Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Naja, dann erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Okay. Also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage? Das bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Hau sie an. Macht voll auf politisch korrekt.
Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaube ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht. War nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir. Ich hab ihn eingeführt. Wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles. Würde dir gefallen. Er ist witzig. Er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett. Versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel. Ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Oh, ich werde sie zerdrücken. Na los. Hab eine. Schön für dich. Die hier? Yep, mach weiter. Die letzte. Gut, bring sie her. Für dich. Wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairwell. Keine Ahnung, aber mit denen verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey, ist das das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Okay. Gib mir ein paar Tage. In der Raum, okay. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat vor ein paar Jahren, bevor, hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Ende. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf, hier rumzumotzen. Ja, okay. Hey, tut mir leid, Bruder. Ich dreh hier nur langsam durch, weißt du? Ah, keine Sorge, Bushman. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lange, hörst du? Ja, Ende.
Ach du Scheiße, Alter. Also. Oh, Alter, mein Pumpen geht. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hasse diesen Ort. Hey, Boozer. Gott, verdammt! Schon komisch. Ich habe mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen, okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Wo ist das Ding? Cooles Ding. So, und das war's aber von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bist du da? Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und drei andere mit. Alkai folgte ihnen so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Ich kam zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt, okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Ja. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Euer Lichtenabdauer.